Herzlich willkommen bei Rembos Restrukturierungsratgeber und unserer kleinen Serie Unternehmensfinanzierung. Ein Tool, das ich als Restrukturierer sehr häufig einsetze, ist das sogenannte Sale- und Leaseback-Verfahren. Viele Unternehmer und Manager haben das schon gehört, wissen aber nicht, wie das im Detail funktioniert. Gesetzt den Fall, Sie haben ein Unternehmen und dieses Unternehmen hat hohe Verbindlichkeiten, die Sie ablösen möchten. Liquide Mittel haben Sie keine, aber es sind Maschinen und Anlagen, vielleicht Immobilien oder ein Fuhrpark da. Diese besitzen einen Wert. Diesen Wert können Sie sich zunutze machen, indem Sie zum Beispiel die Maschinen und Anlagen an einen Sale- und Leaseback-Partner verkaufen. Zunächst fließt das Geld aus dem Verkaufspreis auf Ihr Firmenkonto, damit Sie die Maschinen und Anlagen weiterhin jeden Tag nutzen können, zahlen Sie dafür eine monatliche Miete und am Ende der Laufzeit haben Sie dadurch Ihre Maschinenanlagen wieder zurückgekauft. Das Gleiche funktioniert mit Immobilien und geht auch für Fuhrparks. Die Laufzeiten können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden und die Auszahlung erfolgt in der Regel in einer Woche. Wenn Sie sich für Sale und Leaseback interessieren, sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten.